Beim Landkreis Nordwestmecklenburg können erneut Fördermittel für die Bereiche Kunst und Kultur für das Jahr 2022 beantragt werden. Klaus-Jürgen Ramisch, Leiter des Sachgebiets Kultur und Archiv im Landkreis Nordwestmecklenburg, erklärt, für wen die Anträge gedacht sind. Die Anträge sind für Dinge gedacht, die im Landkreis Nordwestmecklenburg stattfinden. Soweit gesagt, könnte auch jemand anders den Antrag stellen, der nicht hier wohnt, aber die Wirkung muss im Landkreis Nordwestmecklenburg sein. Und das dürfen eigentlich alle etwas beantragen. Also man muss keine juristische Person, kein Verein etc. sein, sondern man kann auch eine Privatperson sein und sagen, das ist eine wunderbare Sache, die möchte ich gern im Jahr 2022 im Landkreis und für den Landkreis machen. Im Rahmen der Richtlinien werden insbesondere Projekte aufgegriffen, die eine besondere Art der Vermittlung von Kunst und Kultur aufgegriffen haben. Das beinhaltet beispielsweise Open-Air-Konzepte, die aufgrund von Corona entwickelt wurden. Die Anträge finden sich unter dem Stichwort Kulturförderung auf der Webseite des Landkreises. Es ist möglich, die Anträge bis zum 31. Januar 2022 einzureichen. Die endgültige Entscheidung über die Förderungen trifft der Ausschuss für Bildung und Kultur im Frühjahr 2022.